Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, das ich wirklich schon längere Zeit plane. Und es ist das erste von zwei Videos, die ich auf meinem Kanal bringen möchte, die absolut nichts mit Let's Play zu tun haben und auch absolut nichts mit normalen Vlogs. Ich weiß auch gar nicht, in welche Kategorie ich diese Videos stecken möchte. Ich möchte einfach nur informieren und versuchen, Erfahrungen auszutauschen bzw. Erfahrungen weiterzutragen, die ich mal gemacht habe und die mich sehr geprägt haben. Den Anfang macht dieses Video und in diesem Video soll es um die Band Saltatio Mortis gehen. Falsch ausgedrückt, eigentlich soll es nicht um die Band Saltatio Mortis gehen, sondern es soll um deren Songs gehen und ich möchte versuchen, euch deren Songs an drei Beispielen ein wenig näher zu bringen und eben genau die Beispiele zu nennen, die mich dazu geführt haben, dass ich das zweite Video machen werde, was mir persönlich wahnsinnig am Herzen liegt und für das ich auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile brauchen werde, bis ich es wirklich fertig habe. Aber das ist so der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen, dass ich auf die Idee kam, das zweite Video zu machen, und dann möchte ich euch gerne drei Songs von Saltatio Mortis vorstellen, näher bringen und hoffen, dass sie euch genauso ein bisschen zum Nachdenken anregen, wie sie es bei mir getan haben. Allerdings möchte ich auch, dass das so ein bisschen ein interaktives Video wird. Das heißt, ich werde euch eine Aufgabe stellen und es wäre wirklich super, wenn ihr dabei mitmachen würdet, könntet, solltet, müsstet, würdet. Es wäre halt sehr schön. Ich habe dieses Video aufbauend auf dieser Interaktion geplant. Das heißt, wenn ihr es nicht machen solltet, ist auch in Ordnung, aber dann werdet ihr das Video wahrscheinlich nicht so erleben können, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Die Aufgabe wird folgende sein. Ich stelle euch die drei Songs vor, nacheinander, und nach jedem Song werde ich einen kurzen Cut machen, werde euch 5 Sekunden Zeit geben. Unten in der Videobeschreibung sind die Songs aufgelistet, nach der Reihenfolge, wie ich sie vorstellen werde. Das heißt, der erste Song, den ich vorstellen werde, wird der erste Song unten in der Videobeschreibung sein, der zweite Song wird der zweite Link sein und der dritte Song wird der dritte Link sein. Also, wie gesagt, werde ich euch die Songs nacheinander vorstellen, den ersten, den zweiten, den dritten, und nach jedem Song werde ich euch, wie gesagt, diese 5 Sekunden Zeit geben, unten auf den Link in der Videobeschreibung zu klicken, euch den Song anzuhören und das Ganze so ein bisschen auf euch wirken zu lassen. Ich will versuchen, in der Vorstellung nicht zu viel von dem Song zu verraten und hoffe, dass ihr euch wirklich dann die Zeit nehmt. Dementsprechend wird das Video wahrscheinlich länger werden, als es hier unten angezeigt wird, weil ihr zwischendurch auch dann in die Songs reinhört, hoffentlich. Also wie gesagt, um das Ganze nochmal ein bisschen zusammenzufassen, ich stelle euch die Songs vor, gebe euch dann sozusagen ein Signal, 5 Sekunden Zeit, das Video kurz zu pausieren, unten in der Videobeschreibung auf den Link zu klicken, euch den Song anzuhören und dann zu dem Video hier zurückzukommen, damit es dann quasi weitergehen kann. Damit möchte ich vor allem denjenigen, die Saltatio Mortis noch gar nicht kennen, beziehungsweise diese Songs noch nicht kennen, denen möchte ich so ein bisschen die Möglichkeit geben, sich da so ein bisschen reinzufühlen, die Songs mal zu hören und vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen zu können, warum mich diese Songs so sehr geprägt haben, beziehungsweise warum ich gerade diese Songs ausgewählt habe, um die Band und damit auch das kommende Video quasi vorzustellen. Also, kommen wir mal zu den Songs, die ich mir ausgewählt habe, um euch die Band und die Songs selber näher zu bringen. Der erste Song, den ich euch gerne vorstellen möchte, nennt sich Krieg kennt keine Sieger. Der Titel sagt eigentlich schon, warum ich diesen Song ausgewählt habe, um das zweite Video quasi so ein bisschen einzustimmen. Denn im zweiten Video wird es nun mal um Krieg gehen und vor allem um die Sinnlosigkeit des Krieges. Worum geht es in dem Song? In dem Song geht es um die Kreuzzüge, die Kriege, die damals im Namen Gottes geführt wurden und bei denen quasi die ganzen Kriege ihren Anfang gefunden haben, glaube ich. Meiner Meinung nach. Denn das waren so die ersten großen Schlachten, in denen Völker gegeneinander antraten, um
ihre Ideale zu vertreten, um zu zeigen, dass ihr Gott nun mal der einzig wahre ist. Und das ist so, wo der Beginn, der zeigt, wie sinnlos dieses Ganze eigentlich ist. Das sinnlose Sterben im Krieg wird da durch den Text wirklich sehr, sehr deutlich rübergebracht. Und ich finde auch, durch dieses Mittelalterliche kommt einem das Ganze noch mal ein bisschen näher. Durch diese mittelalterlich angehauchte Musik habe ich das Gefühl, dass die Thematik viel besser rübergebracht werden kann, weil man natürlich auch dadurch schon so ein bisschen in diese altertümliche Zeit reingezogen wird. Ich will eigentlich auch gar nicht viel mehr zu dem Song sagen. Ich finde es nur sehr gut, dass in diesem Song thematisiert wird, dass es, wie der Titel schon sagt, im Krieg nun mal keinen Sieger gibt. Jede Seite verliert. Jede Seite verliert ihre Soldaten. Jede Seite verliert Leben. Der Tod ist der einzige, der von Krieg profitiert. Ich lasse euch jetzt kurz Zeit, um euch den Song anzuhören, um mal reinzuhören, um euch ein bisschen eine Meinung zu machen. Wie gesagt, es ging um die Kreuzzüge, nicht um Ersten oder Zweiten Weltkrieg. Pausiert kurz das Video, schaut euch unten auf dem Link das Video an, den Song an. Und dann könnt ihr zurückkommen und ich werde euch den nächsten Song vorstellen. Bis gleich. Der zweite Song, den ich euch gerne vorstellen möchte, nennt sich Schloss Duvisip. Und zu diesem Song gibt es eine Geschichte. Saltatio Mortis ist eine Band, die sehr gerne in ihren Songs auch Geschichten erzählt. Und das ist genau das, was ich an dieser Band so furchtbar liebe. Ich liebe es, wenn Songs Geschichten erzählen. Und dieser Song ist quasi der Inbegriff dessen. Die Geschichte, die dazugehört, kann ich euch kurz erzählen. Der Song spielt quasi in Afrika. Und in Afrika gibt es ein Schloss. Ein Schloss nach europäischer Bauart aus rotem Stein. Aus Wüstenstein sozusagen. In der Geschichte geht es um einen jungen Offizier namens von Wolf, der damals mit den Kolonialtruppen nach Afrika gekommen ist. Und schon schnell festgestellt hat, dass er sich absolut in das Land verliebt hat und im Endeffekt dann auch dort geblieben ist. Er hat dort die Möglichkeit gesehen, sich einen Traum zu erfüllen. Und das hat er in Angriff genommen. Er hat sich dort ein Schloss gebaut. Ein Schloss nach europäischer Bauart aus rotem Stein. Er hat dort eine Pferdezucht aufgemacht und hat am Ende sogar seine Frau mit nach Namibia rübergenommen. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Er meldete sich zurück, wurde an die Front versetzt und wurde erschossen. Er hat im Endeffekt seinen materialisierten Traum nie wieder gesehen. Und das fand ich so wahnsinnig traurig. Ich habe diese Geschichte das erste Mal tatsächlich live gehört, als sie den Song auf einem der Mittelaltermärkte gespielt haben. Und tatsächlich, bevor sie diesen Song gespielt haben, dann auch diese Geschichte erzählt haben. Und ich muss sagen, normalerweise feiere ich die Songs immer sehr gerne. Gerade auf Konzerten bin ich dann unheimlich engagiert und bin dann auch immer so ein bisschen freier, gehe aus mir raus. Das Problem ist, bei diesem Song war ich sehr melancholisch und sehr nachdenklich, als ich den dann gehört habe. Ich konnte nicht wirklich feiern, weil ich die ganze Zeit über an diesen jungen Mann gedacht habe, der wirklich alles daran gesetzt hat, sich dort ein Leben aufzubauen und sich dort ein schönes Leben aufzubauen. Das Leben, was er sich immer erträumt hat. Einfach, um dann im Krieg zu sterben und es nie wiederzusehen. Ich war einfach, ich bin geschockt, wenn ich sowas höre, wirklich. Ich finde es einfach nur wahnsinnig traurig. Und das ist somit der Inbegriff dessen, was ich mit diesem Video hier ausdrücken möchte. Ich gebe euch wie immer diese 5 Sekunden. Schaut unten in der Videobeschreibung den zweiten Link an, das zweite Video. Hört euch den Song an und wie immer lasst ihn ein bisschen auf euch wirken. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Bis gleich. Der letzte Song, den ich euch vorstellen möchte, ist ein sehr neuer Song. Die anderen beiden Songs waren auf dem letzten Album von Saltatio Mortis drauf, nannte sich das Schwarze 1x1. Das neue Album kommt jetzt im August raus und wird den Titel Zirkus Zeitgeist tragen. Auf diesem Album gibt es einen Song, dessen Titel lautet Nachts weinen die Soldaten. Und auch da ist der Titel eigentlich schon wieder sehr vielsagend, finde ich.
Der Song selber ist noch viel, viel mehr. Er handelt tatsächlich direkt vom Ersten Weltkrieg und direkt von der Schlacht um Verdun. Und das war das, was mich dazu gebracht hat, diesen Song als Aufhänger für das andere Video zu sehen. Für das Video, das ich als zweites geplant habe. Der Song ist, wie gesagt, noch nicht lange draußen. Er ist auch in Form eines Lyric-Videos veröffentlicht worden. Und das Video dazu ist einfach unglaublich passend. Ich muss sagen, dadurch, dass ich mal in Verdun war, habe ich so eine dermaßen Gänsehaut bei diesem Song bekommen und mir liefen einfach die Tränen. Ich konnte es nicht verhindern. Es ist irgendwie einfach was Besonderes. Diesen Song, ich weiß nicht, ob man ihn richtig erleben kann, wenn man nie in Verdun war. Aber ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Lasst mir auf jeden Fall auch die Meinung, wenn ihr euch die Songs angehört habt, unten in den Kommentaren da. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet und wie die Songs vor allem auf euch gewirkt haben. Das würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Und ja, wie gesagt, der Song handelt direkt von Verdun und stellt die Ereignisse und das, was heute noch von Verdun übrig ist, unglaublich gut dar. Wie gesagt, ich hatte wirklich eine Gänsehaut, als ich den Song gehört habe und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, was ihr davon haltet. Lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit, diesen Song wirklich so ein bisschen zu verinnerlichen. Und schreibt mir vor allem danach ein bisschen eure Meinung in die Kommentare. Das würde mich wirklich, wirklich interessieren. Ja, ich gebe euch wieder die 5 Sekunden. Pausiert kurz das Video. Schaut euch den Song an und das Video an. Und kommt dann kurz zurück, damit ich euch noch ein paar abschließende Worte geben kann. Bis gleich. Ich gehe stark davon aus, dass ihr euch die 3 Songs angehört habt. Und ich hoffe, dass ihr damit so ein bisschen eine Einstimmung auf das nächste Video bekommen habt. Eine Einstimmung insofern, dass ihr euch jetzt so ungefähr vorstellen könnt, was das Thema sein wird, wie ernst das Thema sein wird und wie, ja, fast schon deprimierend das Thema auch sein kann. Es ist wirklich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und deshalb habe ich auch schon eigentlich Ewigkeiten geplant, dieses Video zu machen. Dass ich es jetzt in 2 Videos aufgeteilt habe, liegt nur daran, dass ich in Saltatio Mortis und in den Songs, die sie geschrieben haben, eine so große Inspiration dazu gefunden habe, dass ich euch einfach das nicht vorenthalten wollte. Und deshalb jetzt diese kurze Vorstellung dieser 3 Songs, um euch ein bisschen darauf einzustimmen und euch ein bisschen zu zeigen, was da vielleicht auf euch zukommen wird. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Lasst mir auf jeden Fall eure Meinung unten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall auch im nächsten Video. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr es euch auch anschauen würdet. Und vor allem würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn diejenigen, die selber irgendwann mal in Verdun waren, mir dann auch unter dem anderen Video ihr Feedback dalassen und mir mal erzählen, wie sie es selber fanden, dort zu sein. Aber dazu dann im nächsten Video. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und vor allem bedanke ich mich, wenn ihr tatsächlich mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.